Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt das Geschäft mit dem Sex. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr vielleicht beispielsweise in der Pornobranche tätig seid. Oder vielleicht arbeitet ihr als Hure oder als Callboy. Oder vielleicht arbeitet ihr in einem Sexshop. Oder vielleicht wart ihr auch schon mal als Sextourist unterwegs. Oder vielleicht stellt ihr Dinge her, die man so sexuell verwenden kann, vielleicht sogar handwerklich her, künstlerisch her, wer weiß. Vielleicht betreibt ihr Telefonsex oder Sex im Internet oder. Also das Geschäft mit dem Sex, das ist das Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050 und die Faxnummer lautet 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt und faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. So, erster Anrufer. In dieser Nacht zum Thema, das Geschäft mit dem Sex, ist Alexander. Der ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Alexander. Also eigentlich heiße ich ja Alexandra und bin blond, 1,80, schlank, gut aussehend. Wie soll ich das verstehen? Ja, was soll ich für dich machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das heißt, du bist Telefonsex-Mensch oder was? Ja, du hast mich da angerufen, also. Ich habe dich nicht angerufen. Natürlich. Nein, du hast hier angerufen. Eigentlich wollte ich nur meine 15 Minuten Ruhm abstauben und alle Graffiti-Begeisterten dazu aufrufen. Hey, so nicht. So machen wir es hier nicht, dann werdet ihr sofort rausgeschmissen. Also, das Geschäft mit dem Sex. Und wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, dann ruft an. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt als nächstes. Sabrina, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du bist aber echt. Genau. Das hoffe ich auch. Sabrina, ja, das Geschäft mit dem Sex. Genau, und zwar bin ich ziemlich hoch verschuldet. Wie hoch? Ja, so an die 20.000 Euro. Viel? Ja, sehr viel. Und ich habe mir überlegt, ja, anschaffen zu gehen. Mhm. Ich habe mich schon erkundigt in Zeitungen, habe schon angerufen und habe morgen halt ein Vorstellungsgespräch. Und ich bin am Zögern. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Oder ein Vorstellungsgespräch? In einem Bordell. In einem Bordell. Ja. Mhm. Tja. Das ist natürlich eine Entscheidung, ne? Mhm. In den Bereich zu gehen. Das heißt, du hast bisher diesbezüglich überhaupt gar keine Erfahrungen gesammelt? Nein. Gar nichts? Überhaupt. Was hast du beruflich gemacht bisher? Garten, Landschaftsbau. Das ist ja nun eine ganz andere Branche, kann man so sagen. Genau. Ja. Ja. Du hast dann eine Ausbildung? Nee. Auch kein Ausbildung. Das ist halt nur eine Maßnahme vom Arbeitsamt her. Ach so. Mhm. Wie kommt es, dass du so viele Schulden hast von 20.000 Euro? Ja, das ist halt von Bestellungen aus Katalogen und ja, ich habe die Beerdigung von meinem Bruder bezahlt oder bin dabei, sie zu bezahlen. Ja. Ja, und ja, so kommt man halt in Schulden. Ja, Bestellungen aus Katalogen? Katalogen, ja. Sachen halt bestellt, nicht bezahlt. Ja. Zeitschriften abonniert. Also ist das schon so eine Art, ich sag mal, Tick oder Sucht bei dir, dass du ja, Dinge... Genau. Ja, genau. Wie lange läuft das schon so? Oh, seitdem ich 15 bin, fing das schon an. Ja. Also. Und die Leute schicken dir dann auch immer wieder und das funktioniert. Ja. Das höre ich ja leider Gottes auch nur allzu oft, dass die Versandhäuser dann auch immer wieder schicken, was ich nicht verstehe. Aber es ist jetzt offensichtlich so. Genau, So, hast du das mit dir bisher so alleine ausgebrütet, das eventuell zu machen, oder hast du es mit jemandem besprochen? Nee, ganz alleine. Ganz alleine. Was geht denn so in dir vor, wenn du dir das vorstellst, ich arbeite demnächst als Hure? Ja, das sind geteilte Gefühle halt. Also einmal denke ich mir, ja, ist der Reiz halt da. Und andererseits denke ich mir dann halt, ja, wie kannst du sowas machen? Worin liegt denn der Reiz? Ja, weiß ich nicht, aber also das Geld ist eigentlich halt mehr der Reiz, schnell ans Geld zu kommen. Mhm. So, nun stellt man sich ja auch so ziemlich detailliert vor, wie das dann abgeht. Mhm.
wenn man da als Hure dann in Aktion ist und arbeitet. Ja. Was empfindest du dabei bei der Vorstellung? Ekel. Mhm. Ja. Also nicht so ein Gefühl der Abgeklärtheit, dass du denkst, naja, okay, komm, ich krieg das hin, das ist so ein Job wie jeder andere und ich krieg das auch so getrennt zu meinem anderen Leben. Es ist eher Ekel und der Anreiz, das Geld da zu verdienen. Genau. Wie bist du jetzt an diese Adresse gekommen? Und eine ganz normale Zeitungsannonce. Ach so, ja. Und da musst du dich morgen vorstellen? Ja, genau. Wie läuft so eine Vorstellung ab? Weißt du auch noch nicht, ne? Nicht so wirklich. Die Frau meinte halt zu mir, ich sollte halt da hinkommen, 10 Uhr morgen früh. Und ja. Sie wird mir dann halt alles weitere erklären. Ich hätte da wohl mein eigenes Zimmer. Ja. Ich könnte das einen Tag lang ausprobieren. Ja, mehr hat sie mir darüber halt auch nicht gesagt. Ja. Hm. Ich bin da sehr gebremst, muss ich dir sagen. Wenn du sagst, ich empfinde da Ekel, und wenn du sagst, ich mache es im Prinzip aus großer Geldnot heraus, ja. Und wenn du irgendwie sagst, so höre ich es, dass es nicht dein Ding ist, finde ich es nicht richtig, wenn du es machst. Ja gut, aber was will man machen? Also mit den Schulden werde ich auch nicht glücklich. Also. Was hast du denn schon bisher unternommen? Warst du bei einer Schuldnerberatung beispielsweise? Nee, war ich nicht. Warum nicht? Da bin ich auch viel zu stolz für irgendwie. Na höre mal. Also du bist nicht zu scheu, als Hure zu arbeiten und bist zu scheu, zu einer Schuldnerberatung zu gehen. Ja, das ist doch absurd. Ja, das ist doch absurd. Das ist doch absurd. Nee, also ich weiß nicht. Aber du bist doch auch nicht scheu, hier anzurufen und es mir alles zu erzählen. Sogar in eine Öffentlichkeit. Und mit einem Schuldnerberater sitzt du allein in einem Zimmer, der unterliegt der Schweigepflicht und macht seinen Job, den er den ganzen Tag macht. Was gibt es denn da für eine Scham überhaupt? Ich weiß nicht. Also ich denke mal, ich habe mir die Scheiße selber eingebrockt. Jetzt muss ich auch sehen, wie ich da rauskomme. Nur ich habe da keine Lust, irgendwie zu einer Schuldnerberatung zu gehen und ich weiß nicht. Aber was hat das denn mit Lust zu tun? Nee, das würde ich nie tun, glaube ich. Nee. Aber Sabrina, das finde ich aber nur völlig daneben. Aber wirklich. Ist dir das denn nicht selbst absurd, dass du eher bereit bist, als Hure zu arbeiten, als zu einem professionellen Schuldnerberatungsgespräch zu gehen? Nee, das habe ich mir auch schon überlegt. Das haben mir auch ziemlich viele Leute geraten, aber nee, das würde ich, glaube ich, nicht tun. So, jetzt erklär mir das aber noch ein bisschen besser. Damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Ja, was ist da so schlimm dran? Du gehst zu einem Menschen, der sich, das ist dessen Job. Das ist so wie ein Arzt, der kennt sich in Sachen Krankheiten aus und der kennt sich mit Geld und Schulden aus. So. Was ist da schlimm? Erklär es mir. Ich will es ganz, ganz genau wissen. Ja, wie soll ich das erklären? Das ist halt, ich gehe halt, weiß ich nicht, ich habe das schon mal ausprobiert. Ich bin da hingegangen zur Schuldnerberatung. Da habe ich gesehen, wie viele Leute davor standen und was für Menschen das waren. Und dann habe ich mir vorgestellt, ja, wie kann man da hingehen? Es gibt Leute, die haben da so tierische Probleme. Ja. Und ich habe mir die halt selber eingebrockt, also muss ich auch zusehen, wie ich da rauskomme. Ja, und ein Teil dessen, da wieder selbst rauszukommen, besteht darin, dass du dich erstmal klug berätst, wie man es macht. Ja. Die nehmen dir ja nicht die Schulden weg. Die sagen dir nur, hier, Sabrina, du musst das und das und das machen und da musst du dich auf deinen Hintern setzen und vielleicht auch verstärkt arbeiten oder weiß ich was. Die nehmen dir ja nicht die Verantwortung ab. Die geben dir ja nur einen Tipp, was du tun sollst. Mhm. Ja, wie gesagt, so genau habe ich mich da noch gar nicht so erkundigt. Aber wie gesagt. Aber genau so läuft es. Und es ist völlig unverbindlich. Und die Leute, wie gesagt, finde ich auch eine wichtige Sache, unterliegen der Schweigepflicht. Mhm. Da sickert nichts nach draußen. Gar nichts. Mhm. Tja. Also Sabrina, aber jetzt ganz im Ernst. Bevor du morgen diesen Vorstellungstermin wahrnimmst, gehst du erst zur Schuldnerberatung, Mensch? Es ist eine hohe Summe, aber es ist auch nicht eine gigantische Summe, die dein ganzes Leben zerstört. 20.000 Euro ist viel Geld, aber irgendwie kriegt man das schon hin. Und irgendwie wird es schon klappen. Und wenn du richtig auch deinen Willen da rein investierst, wenn du das möchtest, muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht zu schaffen ist. Da musst du gehst ja jetzt quasi, sag ich mal, irgendwie erstmal die bequemste Lösung, wenn du auf den Strich gehst. Ja, weiß ich nicht, ob das so bequem ist. Nee, letztendlich ist es natürlich nicht bequem, aber so es erweckt vielleicht so den Anschein. Ach, dann gehe ich da mal hin und mach's halt und dann habe ich meine Kohle. Aber was das für Folgen wiederum für dich hat, vielleicht für dein Leben, für deine Psyche, da solltest du auch mal drüber nachdenken. Ja, nicht, dass du jetzt noch etwas tust, was du zusätzlich bereust. Du bereust schon die 20.000 Euro Schulden.
So, und wenn du jetzt vielleicht noch ein Jahr als Hure arbeitest und das nichts für dich ist und du hinterher auch noch seelisch wirklich völlig am Boden liegst, dann denkst du, hätte ich das doch nicht auch noch getan, dann sitzt du auch noch beim Psychologen hinterher. Stimmt auch schon wieder, ja. Also meine These ist wirklich, versuch doch erstmal alles, was so im Rahmen des Normalen, sage ich mal, liegt, erstmal auszuloten und lass dich beraten. Und dann kann man immer noch gucken, was du tun solltest. Ja. Aber selbst wenn jetzt die Schuld, ich möchte es aber ganz klar sagen, auch wenn die Schuldnerberatung für dich nicht viel bringen würde, würde ich immer noch sagen, nee, mach das nicht, wenn es nicht dein Ding ist. Mach es nicht. Stimmt, du hast mir die Augen geöffnet. Sabrina, ich habe wirklich im Laufe meiner Talkzeit mit so vielen Huren gesprochen. Und es haben mir eine ganze Menge von den Frauen gesagt, ich bereue, dass ich es gemacht habe. Und ich weiß nicht, wie ich mit den psychischen Schäden, sagen wir mal, oder Komplikationen, die das ausgelöst hat, zurechtkomme. Es gibt auch welche, die ganz, ganz normal ihrem Beruf nachgehen und da gibt es gar nichts zu diskutieren. Aber ich habe auch eine Bekannte und die macht das auch. Mit der habe ich mich unterhalten. Die meinte, es ist halt die schnellste Möglichkeit, da irgendwie weg von zu kommen. Und sie kommt damit super klar. Mhm. Sie hatte auch ziemlich hohe Schulden und ja, weiß ich nicht, sie ist damit halt super zurechtgekommen. Ne? Ja, das ist so eine Verlockung, wenn man das so hört. Ja, eben. Ne, also deswegen mache ich mir schon Gedanken. Ja, also. Das muss eben nicht für jede Frau gelten, was die Frau vielleicht erlebt hat und wie die es sieht. Mhm. So, jetzt kriegst du von uns die Adresse der nächsten Schuldnerberatung deiner Umgebung. Ja. Aber die kennst du ja selbst, ne? Du hast ja gerade gesagt, dass du schon mal da warst. Ja, ich war einmal da, ja. Möchtest du denn dennoch mit meinem Psychologen vielleicht mal ein paar Worte reden noch? Ja. Hörst du mal noch eine andere Meinung? Ja. Kann auch nicht schaden. Genau. Und ich hoffe, dass das doch irgendwie eine andere Bahn nimmt, als du dir das so wie es angedacht hast. Ja, gut. Sabrina, du legst auf, mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Okay, alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das Geschäft mit dem Sex heißt unser Thema. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr in irgendeiner Weise Geschäft macht mit dem Sex. Das ist schwierig, ne? Das Geschäft mit dem Sex. Oder ob ihr vielleicht schon für Sex Geld bezahlt habt, in vielleicht ungewöhnlicher Weise, wie auch immer, wenn ihr mir darüber erzählen wollt. 0800 220 50 50. Nächster Anrufer ist Christian und Christian ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Christian. Das Geschäft mit dem Sex. Da hast du angerufen. Ja, genau. Inwiefern? Was hast du zu tun mit dem Thema? Ja, ich würde mal sagen, man muss aufpassen, es ist wie eine Sucht. Mhm. Zwar, man geht ins Bordell und man leckt Blut und kommt irgendwie davon weg. Es hat ihm gefallen irgendwie. So, du sprichst immer in der Mannform. Du könntest eigentlich auch in der Ich-Form sprechen. Ja, ich spreche einfach von Ich-Form. Also du sprichst von dir. Ja, ja, also. Das heißt, du gehst sehr oft ins Bordell. Ja, so zweimal im Monat. Zweimal im Monat, ja. Wie lange läuft das schon so? Ich würde mal sagen, so 7-8 Jahre. 7-8 Jahre. Was kostet das jedes Mal? Ja, zwischen 150 und 200 Euro. Ganz schöne Stange Geld. Ja. Das heißt aber, du hast die Kohle und kannst dir das auch ganz gut erlauben? Ja, man spart sich ab oder mit diversen Nebenjobs. Ja, ich höre gerade, Christian, du möchtest bitte ein bisschen näher an das Telefon gehen. Wir können dich nicht so ganz gut verstehen. Ja, geht so besser. Ja, also du sagst, du sparst es dir ab und machst diverse Nebenjobs. Hm. Was machst denn du vom Beruf? Beruf bin ich also LKW-Fahrer. Ach so, das heißt also so, die Riesenkohle verdienst du nicht? Bestimmt nicht so viel wie du. Nicht so sehr viel, um das alles dann halt auch ganz locker bezahlen zu können, meine ich. Ja. Bist du in einer Beziehung? Zurzeit nicht. Ja. Also zurzeit schon, aber eher so eine halbe Beziehung, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass die Frau das natürlich nicht weiß, dass du zweimal im Monat in ein Bordell gehst. Das weiß die nicht. Nein. Nee, das wussten die früheren Beziehungen wahrscheinlich auch nicht. Nein, bis auf eine Beziehung, die ich mal gehabt habe, da habe ich es gar nicht gemacht. Ach so, wie interessant. Wie lange ging oder lief diese Beziehung?
circa 12, 13 Monate, so ein Jahr. Und da warst du ganz treu und bist nicht... Nein. Du warst ganz treu? Ja. Ja. Jetzt erklär mir mal die Sucht. Du hast gerade gesagt, das ist fast schon so wie eine Sucht. Warum gehst du so gerne in ein Bordell? Ja, du musst dir das vorstellen, es treffen sich ja immer die gleichen Freier. Trifft sich der Martin, der Max, wie eine Kneipe, wie eine Stammkneipe. Ja, das heißt, du gehst immer in dasselbe Bordell? Ja. Ja. Mhm. Na gut, du triffst da Max und Martin und wie sie alle heißen und Peter und Hans. Aber aber Max, Martin, Peter und Hans sind ja nicht der Grund, warum du da hingehst. Nein, auch bestimmte Sexualpraktiken, die man bekommt, oder auch jeder Mensch oder jeder Typ ist ja anders. Ja. Und zwar, hast du denn immer dieselbe Hure? Ja, man hat seine Stammfrau, aber man wechselt dann auch. Ja. Und bist du dann alleine mit der Frau oder gibt es da auch so, du sagst, Stichwort sexuelle Praktiken, Gruppensexgeschichten oder dass da andere Männer auch bei sind beispielsweise? Nein, das nicht. Ist meistens alleine. Natürlich auch mit Schutz alles, ist klar. Ja. Also, es ist so eine Art Heimeligkeit quasi, es ist quasi wie eine Kneipe, wie du gerade schon so in etwa gesagt hast. Da kennt man die Kumpels. Mhm. Aber dennoch muss es ja noch einen besonderen Reiz haben, die Sexualität mit den Frauen. Ja, ein Reiz, vor allen Dingen ein Reiz. Man kann sich vielleicht auch den Typ Frau aussuchen, ja, den man so im Alltag nicht kennt oder nicht drankommt. Oder schwerlich rankommt. Er schwerlich drankommt, wo man... Zum Beispiel, man sagt jetzt, oh, das ist eine schöne Frau, 1,80, 1,90 groß, ja. Ich bin nur 1,68, ja. Straffer Busen, alles ganz toll, ja. Halbes Model, wo man nicht drankommt, aber das, da, für Geld kommt man dran. Ja. Und man kommt schnell ran, das ist bequem alles. Ja. Das heißt, du musst nicht lange in irgendwelchen Diskotheken baggern und dann wahrscheinlich vielleicht eher frustriert nach Hause gehen, sondern hier weißt du genau, da gehe ich hin, da lege ich meine Kohle auf den Tisch und da kriege ich das, was ich gerne möchte. Ja, und vor allen Dingen, man im Bekanntenkreis, man hat mit Bekannten, auch mit Frauen offen darüber geredet, Mann im Modell, auch unter Single-Frauen. Ja. Single-Frauen gehen zwar nicht ins Modell, aber sie gestehen dann doch mal ein, ja, ich war auf der Dominikanischen Republik One-Night-Stands gemacht, ja, oder Cluburlaube. Ja. Die Frau, es gibt zwar viele Frauen, die schimpfen drauf, die Männer sind Schweine und sie gehen ins Bordell. Du meinst, die sind genauso gestrickt letztendlich, wenn sie die Gelegenheit hätten, würden sie es auch machen hier? Würden sie es auch machen, ja, oder sie geben, und die ganz ehrlichen Frauen geben zu, wenn sie Single sind, ja, ich hole mir es in meinem Cluburlaub. Gut. So, jetzt reden wir halt weiter über die Frauen. Halt ohne Bezahlung. Oder sie gehen halt mit Bekannten in Pärchenclubs. Gut, jetzt reden wir nicht weiter über die Frauen, sondern über dich. Wie kam das damals, diese Beziehung? 12 Monate, da hattest du eine feste Freundin, eine feste Frau. Da war die Sucht nicht da nach dem Bordell. Warum nicht? Ja, ich glaube, und zwar, man trifft einmal im Leben den richtigen Menschen, der zu einem passt. Und ich glaube, da macht's Peng. Und wenn das, glaube ich, der richtige Mensch ist, ja, ich glaube, dann lässt man das. Da war auch das Bedürfnis wirklich nicht da bei dir. Du hast es nicht unterdrückt. Man hat dran gedacht. Man hat dran gedacht im Hinterkopf. Aber es war nicht so im Vordergrund. Nein. Die Beziehung hat dann leider nur ein Jahr gehalten. Leider Gott. Ja. Hast du denn nebenher sonst auch noch so One-Night-Stands oder kapriziert sich das denn wirklich auf die Bordellbesuche, deine Sexualität? Nein, man hat also One-Night-Stands nicht, aber man hat dann doch Bekanntschaften, wo man dann doch mal zusammen ins Bett geht. Ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn jemand sagt, das ist wie eine Sucht. Das klingt immer, natürlich, das hat einen schlimmen Beigeschmack, weil von einer Sucht kommt man nicht los. Eine Sucht hat einen im Griff, da ist man nicht so freiwillig. Empfindest du das denn auch so, dass du, wenn du ganz ehrlich bist, sagst, das ist zu doll, ich hätte das lieber ein bisschen weniger in meinem Leben? Ja, also manchmal sage ich,
Junge, hättest du um jeden Scheiß nicht angefangen. Mhm. Würdest das gar nicht kennen, nur von draußen. Mhm. So, jetzt hast du aber im Moment, hast du gerade angedeutet, bahnt sich da irgendwie so eine Liebesgeschichte an bei dir. Mhm. Ja. Ne, kann man so sagen. Ja. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon, diese Anbahnung? Ja, so 3 Monate knapp. Ja, aber während der Zeit warst du auch schon ein paar Mal wieder. Ja, in, ja. Ja. Mhm. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch so eine, bei allen Süchten hängt es ja sehr von der Person auch ab, die süchtig ist. Man kann sich natürlich in eine Sucht auch hineinfallen lassen. Man kann aber auch gegen eine Sucht kämpfen. Wenn man es dann nicht schafft, das ist ein anderes Ding. Aber man muss oder sollte ja kämpfen. Und eigentlich hast du ja im Moment eine ganz gute Voraussetzung, nämlich da bahnt sich eine Liebe an, eine Verliebtheit. Und auf der Basis dieses Gefühls müsste es dir doch einfacher fallen zu sagen, okay, komm, ich habe jetzt eine nette Frau hier, vielleicht verliebe ich mich sogar richtig groß in die, jetzt lasse ich die eine Sache mal weg. Da gehe ich jetzt mal gegen mich an. Ich muss ja noch nicht wirklich jede sexuelle Blähung in mir ausleben. Das unterdrücke ich erstmal und konzentriere mich auf meine Liebe, auf meine Frau. Ja, du kannst recht haben. Weißt du, wenn du jetzt Single, absolut Single wärst im Moment, dann wäre es ja noch schwieriger. Aber unter diesen Bedingungen, finde ich, liegt es schon an dir, dass du das vielleicht auch ein bisschen selbst, dass du die Zügel mehr in den Griff nimmst. Ja, in die Hand nimmst. Kann möglich sein. Ja. Es ist ja wirklich auch eine ganze Menge Geld, ne, die da drauf geht. Das stimmt, ja. Und das nervt auch manchmal. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, auch noch mit Nebenjobs, das heißt, du opferst auch noch deine Freizeit für irgendwelche Jobs, um die Kohle zu verdienen, dass du das ausgeben kannst. Ist ja schon krass, ne, und Wahnsinn. Ja. Mann, Christian. Versuch es doch mal so. Lass mich noch fragen, diese Frau, die da jetzt an deiner Seite sich befindet im Moment. Meinst du denn, das hätte die Chance, dass sich das schon zu einer großen Liebe entwickeln könnte? Ich weiß es nicht. Aber du sagst auch nicht klar nein. Nein. Ja. Also es ist noch so eine Annäherungsphase. Ja. Und, ja. Ja, aber vielleicht macht man sich selbst das ja auch kaputt, das große Gefühl, wenn man schon in der Anfangsphase auf Abwägen ist. Und du bist ja auf Abwägen. Ja, stimmt, du hast recht. Test es doch einfach, versuch es doch einfach mal. Du hast es ja damals auch schon 12 Monate geschafft. Ja, das stimmt, da hast du recht. Und das ist auch ein Grund, was mich nachdenklich macht. Ja. 12 Monate ohne. Ja. Also, Christian, dann wünsche ich dir, dass du das schaffst und würde dir wirklich raten, es auf jeden Fall zu versuchen. Jeder Versuch ist eine Chance und man verliert dabei ja nichts. Könnte ich da vielleicht nochmal ein Gespräch mit einem Psychologen bekommen? Ja, natürlich. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Und vor allen Dingen, du machst eine ganz tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Christian, du legst auf und wir rufen gleich zurück. Okay. Tschüss. 0800 220 5050, das Thema heute Nacht bei uns, das Geschäft mit dem Sex. Morgen sind wir um 13:45 schon im Fernsehen, nach dem Kanzlerbungalow. Und ihr könnt eine Stunde vorher schon anrufen. Morgen ist eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr morgen gerne mit mir reden wollt. Jessica, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, noch nicht so ganz. Nee. Hallo Domian. 23 Jahre alt. Genau. Mensch, ich will ja keine alte Frau aus dir machen. Nicht schlimm. Also Jessica, 23 Jahre alt. Genau. Hör mal, bevor wir anfangen, würde ich gerne noch mal was zu der Sabrina sagen, falls die jetzt wieder zuhört. Ja. Also Sabrina, wenn du zuhörst, gibt super viele junge Leute in deinem Alter, die schon 20.000 Euro Schulden haben. Und was sind eigentlich 20.000 Euro? Das ist ein Neuwagen, sonst nichts. Mhm. Und was ich halt einfach mal sagen wollte, ist, so wie ich das auch als Pädagoge rausgehört hatte, ist das überhaupt kein Ding für dich. Und ich befürchte da eigentlich so dasselbe wie der Domian, dass es dir damit gar nicht so gut gehen wird. Kellnern ist zum Beispiel eine gute Alternative, kannst du super viel Geld mitmachen, wenn du nett und freundlich bist. Und mal ganz abgesehen davon, die Schuldnerberatung ist auch eine gute Adresse. Gut, das war die Ansprache an die Sabrina, die überlegt, eventuell Prostituierte zu werden. Genau. Jessica, was ist denn mit dir los, dass du zu dem Thema anrufst? Und zwar arbeite ich in einem Callcenter von einem Paketdienst. Ja, von was für einem Dienst? Bitte? Von was für einem Dienst? Paketdienst. Paketdienst. Genau. Callcenter eines Paketdienstes. Kannst du mich schlecht verstehen?
ich habe es einfach nur gar nicht verstanden. Nein, das ist schon in Ordnung. Nee, und das ist halt auch eine 0800er-Nummer. Ja. Und von daher rufen da halt auch echt oft Leute an, die nicht unbedingt ein Paket verschicken wollen. Ach, also du machst einen ganz seriösen Beruf? Eigentlich schon, ja. Und dann rufen da irgendwelche Menschen an und hören deine nette Stimme? Danke. Und sagen, hey Süße, ich bin scharf oder sowas. Ja, das nicht so ungefähr. Die legen eigentlich meistens direkt los. Wie, die legen sogar direkt los? Was sagen die denn sofort dann? Also du meldest dich mit, hier ist der Paketdienst so und so und so, schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Genau. So, und dann ist jetzt irgendein Typ dran. Ich vermute mal, es sind vorwiegend dann Typen, die direkt loslegen. Eigentlich nur. Nur. So, was machen die? Also es gibt verschiedene Kategorien, hatte ich auch deinen Kollegen schon gesagt. Ja. Und zwar gibt es da so die einen, die sich halt echt profilieren. Das sind dann irgendwelche pubertierenden Jungs, die dann demonstrativ in den Hörer stöhnen. Ja. Wobei ich mir dann nicht viel denke. Das kennen wir hierbei auch schon mal bei uns in der Sendung. Ja, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall gibt es dann halt auch noch so eine Art Menschen, die dann halt wirklich krank sind. Ich kann da ein Beispiel geben, falls meine Kollegen zuhören, werden die jetzt schmunzeln. Den nennen wir zum Beispiel intern Windelwilli. Also Windelwilli, wenn du zuhörst, ist unangebracht. Nee, das ist halt so ein Mensch, der ruft dann immer an und flüstert ganz gruselig in den Hörer, ob wir denn eine Windel anhätten oder eine beschmutzte Binde oder irgendwas in der Richtung. Das ist dann schon unangenehm. Ja. Und dann gibt's halt, wie gehst du denn damit um, wenn der dich sowas fragt? Also beim ersten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr dort angefangen, habe ich gelacht, weil es kam einfach so witzig. Ich hatte halt mit einem Kunden gerechnet und der fragt mich, hast du eine Windel an? Und ich habe nur gedacht so, what? Alles klar. Und habe halt dann gefragt so, ja, ob er denn meint, dass er bei uns richtig wäre und dass es halt auch diverse 0800er Nummern gibt, die halt für solche Sachen sind und dass die dem da bestimmt gerne weiterhelfen. Ja. Aber das scheint ihn nicht so zu tangieren, weil dann legt er immer direkt auf. Ja, also Windel, jetzt haben wir als Beispiel Windelwilli gehabt. Ja. Was haben wir noch als Beispiel? Dann haben wir als Beispiel eigentlich die Kategorie, die ich eigentlich schon netter finde. Wo man einfach den Eindruck hat, die haben spontan zum Hörer gegriffen, haben vielleicht die UPS-Nummer abgespeichert oder was weiß ich. Ja. Und man hört einfach, wie erregt die sind. Die rufen dann an und man hört genau, die holen sich gerade einen runter oder machen was auch immer. Ja. Und haben dann eine sehr erregte Stimme, halt man hört die atmen und es ist halt auch schon zum Teil so, weiß ich auch von meinen Kollegen, dass es halt schon manchmal auch ein bisschen anregend ist. Ach, für dich auch? Ja, manchmal schon. Jetzt nicht so, dass ich nicht Lass versuch. Das mal deinen Chef nicht hören, der schläft schon, der Chef. Ich hoffe es doch. Geht es denn dann so weit unter uns beiden jetzt mal, dass du vielleicht mal alle Pakete vergisst und mal 5 Minuten mit dem redest? Dass ich so richtig mit ihm rede oder selber sogar in Aktion trete, eigentlich nicht. Nee, also in Aktion will ich ja nicht gleich. Du sitzt ja mit mehreren zusammen wahrscheinlich in einem Raum, ne? Genau, in Gut. so Boxen. Ja, da wollen wir nicht gleich von Aktionen uns was vorstellen. Aber du könntest ja vielleicht was Nettes sagen. Das tue ich auch. Also das wenn tust ich, du auch. Ja, also aber wenn was tust zum du? Beispiel. Bitte? Also wenn jetzt jemand sehr erregt ist am Telefon und du findest den eigentlich auch nett. Ja. Und der Funke springt irgendwie über. Funke in dem Sinne nicht, weil ich habe einen Freund und bin auch echt glücklich mit dem. Na gut, aber so ein bisschen, ne? Der Appetit kommt. Der Appetit, so. Nennen wir es so. Ja, und dann, was machst du dann? Also es kommt drauf. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, wenn wir jetzt die Situation haben, freitags nachmittags und es ist echt nichts los und du kriegst alle 5 Minuten mal ein Gespräch rein, dann gönne ich mir auch mal den Luxus und höre dann einfach zu oder gib mal einen Kommentar. Oder was wäre das zum Beispiel für ein Kommentar? Da war zum Beispiel mal einer, der war echt krass. Vor allen Dingen hatte ich da auch so eine Vorahnung, dass der jetzt reinkommt. Das war ganz witzig. Und dann hatte ich dann auch wirklich den dann drin. Mhm. Und er atmete dann sehr erregt und ich hörte es ab und zu mal klatschen. Also habe ich mir gedacht, so, klatschen der wohl gerade. Ja. Auf jeden Fall war es aber nicht eklig oder unangenehm in dem Sinne. Man hörte halt die Erregung und er stöhnte dann schon, ziemlich leise, aber man hört es halt. Ja. Und irgendwann frug er dann, warum ich denn nicht aufgelegt hätte. Ja. Und dann meinte ich so, ja, du tust mir doch nichts Böses, außerdem höre ich gerne zu. Aha. Und ja, und dann sagte er so, ah, finde ich schön, deine Kollegen machen das nie. Ich so, ja, gerade keine Watt. Wie lange dauerte das? Wie lange hast du dazu gehört ungefähr? Oh, bestimmt 10 Minuten. So lange? Ja. Und hat dich das dann auch ein bisschen erregt?
Ja, natürlich. Ja. Ich bin auch direkt über mein Schatz hergefallen, als ich nach Hause kam. Jessica, was ist da los bei euch im Paketdienst, Mensch? Ja, ist schon ganz witzig. Also wir falls ihr gerade falls ihr gerade zufällig hier reingezappt seid, ich spreche gerade mit der netten Jessica, die einen ganz soliden Beruf ausübt, nämlich die ist in einem Callcenter für Paketdienste. Ich bin sogar gelernte Erzieherin. Ja. Ja, das könnte man ja auch doppelt jetzt verstehen. nein, aber da rufen denn Leute im normalen Paketdienst an, mit sexuellen Dingen. Bist du denn jetzt auf die Idee vielleicht gekommen, da dir das ja schon ein bisschen Spaß macht, offensichtlich, das Genre zu wechseln, also vom Paketdienst in die Telefonsex-Anbieter-Branche zu gehen? Was ich dadurch mal gemacht habe, mir hat mal einer in der Disco eine Nummer zugesteckt. Ja. Und irgendwie, das war eine Zeit, da lief es halt nicht so gut bei mir und meinem Schätzekind. Und da habe ich mir mal gedacht, so, das war auch, glaube ich, kurz nachdem er mit mir telefoniert hatte. Und da habe ich mir dann gedacht, dann rufst du den aus der Disse mal an und machst mal einen auf geheimnisvoll. Weil ich halt einfach das Bedürfnis nach ein bisschen Erotik hatte und das gerade halt in meiner Beziehung nicht bekam. Ja. Aber ich bin halt auch nicht der Fremdgeher-Typ. Ja. Und dann hatte ich das erste Mal in meinem Leben Telefonsex. Ach. Aber mit jemandem ganz Fremden? Ja, nicht ganz fremd. Also ich hatte mich schon in der Disco mit ihm unterhalten. Aha. Also das wäre schon mal ein Vortrainingsprogramm, wenn du professionell Telefonsexerin würdest werden wollen. Ich glaube, das wäre nicht so mein Fall. Ja, ich glaube, alle Männer, die jetzt zuhören, die würden sagen, Mensch, die könnte das richtig gut. Ich weiß, dass ich das könnte. Ja, ich mag das auch schon. Also das ist ein Naturtalent. Da hast du, obwohl du ein Schätzchen hast, hast du dann mit jemandem heimlich Telefonsex gemacht? Ja. Mann. Bis zum schönen, vollen Ende? Ja. Ja. Das war auch richtig cool. Ich habe dann auch mit meiner besten Freundin im Nachhinein darüber geredet. Die meinte, boah, Jessie, sowas machst du doch sonst. Ja. War sehr witzig. Wir reden ja ganz offen, ne? Also, ja. Mit Orgasmus am Telefon? Ja. Ja. Er auch, glaube ich. Ja, er nur sowieso. Davon gehe ich auch. Hat so den Eindruck. Ja, aber du auch. Ja. Ja. Und das hat sich dann nicht nochmal wiederholt irgendwann? Oder hast du die Nummer versteckt für den Notfall, dass du dann doch vielleicht dran kannst? Die Nummer habe ich nicht mehr. Ich habe sie irgendwann gelöscht. Ah ja. Also jetzt haben wir eine ganze Menge erfahren. Windel Willi, ne? Jo. Die Nummer und was du alles... Hast du das denn deinem Schätzchen mal erzählt, was du da gemacht hast? Ich glaube, da hätte der ein Problem. Ja, musst du ja auch nicht erzählen. Ist ja so eine Kleinigkeit. Nee. Wie lange bist du... Wollte ich gerade sagen, ich denke, das ist kein Fremdgehen im Sinne. Nee. Und ich denke, jeder sollte auch so ein bisschen Privatleben haben, auch in der Beziehung und sich seinen Freiraum nehmen. Jeder sollte so seine kleinen Geheimnisse haben. Ja, klar. Die kleinen Geheimnisse sollen nur hier bei Domian ausgeplaudert werden. Nicht in der Beziehung. Ich glaube kaum, dass irgendein Bekannter von mir, außer meiner besten Freundin, das jetzt gerade hört. Wollen wir es hoffen. Jessica, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Mir mit dir auch. Ich wollte schon länger mal anrufen. Ja, und viel Erfolg weiter in der Arbeit. Ja, dir auch. Und generell alles Gute. Ja, dir auch. Auf Wiederhören. Und ich wollte auch nochmal hinzufügen, dass du wirklich gute Arbeit machst. Dankeschön. Du nimmst uns Pädagogen ein ganzes Stück Arbeit ab. Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Das Geschäft mit dem Sex ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, aus welcher Richtung auch immer angeleuchtet, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Justine, das klingt ja schon sehr erotisch. Justine, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Heißt du wirklich Justine? Ich heiße wirklich Justine, ja. Das werde ich immer gefragt, aber es ist wirklich so. Den Namen habe ich meinem Bruder zu verdanken. Ich assoziiere direkt Marquis de Sade oder sowas. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Bei mir ist es halt umgekehrt wie bei meiner Vorrednerin. Also ich arbeite als für eine Internetfirma, habe Live-Sex mit Frauen vor der Kamera. Aha. Und Moment, also Live-Sex mit Frauen vor der Kamera? Genau, so dass die Männer sich da reinklicken, sehen die auch. Ja, also ihr sitzt vor so einer kleinen Minikamera wahrscheinlich und die wird ins Internet eingespeist. Genau, ja. So läuft es. Ja. Und das Ganze mache ich seit anderthalb Jahren und es ging jetzt auch die ganze Zeit gut. Und vor 4 Wochen ist das Ganze halt aufgeflogen. Also meine Familie wusste davon nichts. Mhm. Wie ist es aufgeflogen? Das ist eine ganz skurrile Sache. Ein Nachbar hat es gesehen und dann gleich, also ich muss dazu sagen, ich wohne in einem kleinen Kaff, da kennt jeder jeden. Oh je, dann ist das natürlich wie ein Lauffeuer rum gleich. Ja, genau. Und aber ist es auch dann rum, dass der Nachbar sich solche Sachen anguckt?
Ja gut, aber das hat halt niemand für schlimm empfunden, dass er sich solche Sachen anguckt, sondern dass halt... Dass du das machst. Das genau, ein Mädel aus diesem Kaff das macht und da ja so alles so streng katholisch ist und überhaupt, naja. Und naja, dadurch hat halt Probleme mit der Familie, die sich da... Wie haben denn die Eltern reagiert darauf? Also ich habe nur noch meine Mutter, mein Vater lebt nicht mehr. Ja. Ihr war das halt sehr, sehr peinlich und hat darauf auch sehr wütend reagiert und sich mehr oder weniger von mir abgewandt. Und ich soll mich entscheiden zwischen dem Job und der Familie. Und ja, und ich muss dazu sagen, ich bin auch in einer festen Beziehung. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob diese Beziehung überhaupt noch existiert, weil mein Freund wusste halt auch von nichts. Also ich wollte dich auch gerade fragen, als du es angefangen hast, wer wusste überhaupt aus deinem Umfeld davon? Niemand. Niemand, absolut nicht. Der Freund nicht, die Eltern nicht, die Freundin nicht. Nein, die dachten alle, ich arbeite für so einen Service-Call-Sender. Ja. Als die Sache aufgeflogen ist, wann genau war das? Vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen erst. Ja. Also es war Anfang Mai rum. Ja, und jetzt ist erstmal die Stimmung und alles auf Eis gelegt mit der Mama? Mit der Mutter, mit dem Bruder, mit der kompletten Familie, mit dem Freund. Und der Freund hat es dann auch erfahren über deine Familie? Ja, also ich meine, als es dann rausgekommen ist, das Problem ist ja auch, dass ich das nicht direkt gesagt gekriegt habe. Ja. Sondern ich bin in einem Wanderverein drin und da bin ich halt hingekommen und haben plötzlich alle die Köpfe zusammengesteckt und irgendjemand hat mir dann Bilder auf den Tisch gelegt. Also ehrlich? Ja. So böse? Ja, und er war dabei und hat... Was für eine peinliche Situation. Ja, natürlich war das. Es ist mega peinlich und es ist jetzt auch so weit, dass ich einfach am Überlegen bin, ob ich hier erstmal alles abbreche und erstmal in eine nächstgrößere Stadt ziehe. Ja. Du wohnst nicht in der Wohnung oder im Haus deiner Mutter mehr? Nein. Nein, du wohnst aber in dem kleinen, in demselben Ort? Genau. In einer eigenen Wohnung oder? Richtig, genau. So, und wie hat das jetzt dein Freund erfahren? Ja, der war ja dabei, als diese Bilder auf den Tisch gelegt wurden. Also ich hatte gar keine Chance, irgendwie mit ihm zu reden. Das ist ja hammerhart. Ja, und wie du dir vorstellen kannst, hat er halt... Andererseits denke ich mir, geschieht dir recht, Mensch. Klar. Es geschieht dir wirklich recht, wenn du wenigstens deinen Freund eingeweiht hättest. Weil wie hat denn der Freund in der Situation darauf reagiert, Mensch? Ja, er ist halt ziemlich wütend geworden und hat mir echt die übelsten Sachen an den Kopf geschmissen. Vor anderen Leuten? Ja. Also der ganze Wanderverein war dabei, als die Sex-Lesben-Fotos da auf dem Tisch lagen? Genau. Und das war halt das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Wie lange bist du in der Situation geblieben? Wann bist du rausgegangen? Aus dem Raum jetzt? Ja, als die dir das hingelegt haben. Das ist doch eine ganz erdrückende Lage für dich. Ich glaube, ich war erstmal eine Zeit lang da gesessen. Er hat angefangen zu toben und ich war erstmal da gesessen, so als wenn das ganze Kartenhaus oder diese ganzen Lügen, die ich halt diese anderthalb Jahre gelebt habe. Du warst während dieser ganzen Zeit mit ihm zusammen? Ja. Und der Kontakt im Moment ist auch eingefroren? Zwischen dir und deinem Freund? Ja. Ja. So, jetzt erklär mir bitte mal, warum du das überhaupt angefangen hast. Warum ich das angefangen habe? Ja, also es ist so, dass ich meinen Job verloren hatte. Also die Firma, für die ich vorher gearbeitet hatte, die gab es einfach nach dem Urlaub nicht mehr. Die war weg. Mhm. Und wie das so ist, ich hatte mir ein Auto gekauft, alles klar, eigene Wohnung und überhaupt. Und ich musste irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und dann habe ich einfach diese Annonce in der Zeitung gelesen. Ja. Und es ging aber eigentlich um dieses Service-Call-Sender. Nur als ich dann da hingekommen bin und die mich gesehen haben und meine Stimme gehört haben und dann haben sie einfach gesagt, hör zu, die und die Chance. Und in dem Service-Call-Sender hätte ich halt nur 8 € so viel verdient. Und mit dem, was ich jetzt mache, verdiene ich halt in der Stunde 25 Euro. In der Stunde 25 Euro? Ja, genau. Und wie viele Stunden am Tag machst du das? Es kommt drauf an. Also es gibt so Stoßzeiten, das heißt, das nennt sich Happy Hour. Das läuft manchmal 24 Stunden, wo die halt für einen bestimmten Betrag da rein können. Mhm. Und dann kann es halt schon mal passieren, dass ich da so längere Schichten arbeite, also so 10, 12 Stunden. Aber damit habe ich mich halt immer rausgeredet, dass das ein Service-Call-Sender, dass da halt momentan viel los ist. Also es ging da... Also im Klartext, du verdienst schon gut Kohle da. Genau. Wie viel sind es im Monat?
Ja, das sind schon so 3.500 bis 4.000 Euro. Mhm. Ach. Und du, man hat sich das so vorzustellen, dass du dann auf irgendeiner Plüschwiese, Liege, Couch da mit ja, deiner... Ja, das ist so ein richtig großer Raum. Ja. Da steht halt so ein Futonbett drin. Ja. Mit Futonbettwäsche und alles richtig schön gemacht. Und dieser Raum ist auch in super geilen Farben gestrichen. Also es ist... Ja, also dass es schön ansehnlich ist. Genau. Und da sind dann zwei ansehnliche junge Frauen, die ihre lesbischen Spiele da treiben. Genau. Aha. Wie weit gehen die lesbischen Spiele? Ja, das ist richtiger Sex. Also die werden komplett durchgezogen. Ja, auf Anweisung, auf Wunsch auch derjenigen, der Männer, die sich da eingeklickt haben. Ja, ne? Genau. Also anfangs läuft es so, dass wenn das anfängt, wenn wir die Schicht beginnen, dann läuft es halt so, dass die User uns sagen, was wir machen sollen und was sie gern sehen würden. Und wenn das Spiel halt am Laufen ist, dann klicken sich halt die User rein und dann schauen die einfach nur noch zu. Verstehe. Hast du lesbische Ambitionen? Ja. Hast du? Ich bin bi. Du bist bi, ja. Genau. So, nur ist aber also, das hat mein Freund auch nicht gewusst. Jetzt, warum hast du deinem Freund davon nicht erzählt? Warum habe ich meinem Freund davon nichts erzählt? Tja, das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Es ist einfach wahrscheinlich die Angst gewesen, wie er darauf reagiert. Aber wie dumm. Du bist doch in der Öffentlichkeit quasi, wenn du im Internet arbeitest. Ja klar, aber ich habe mir einfach gedacht, es gibt was weiß ich, wie viele tausend von diesen Seiten klar, und aber dennoch. Die Chance gesehen zu werden. So, nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, kann man sagen. Genau. Alles ist aufgeflogen. Was gedenkst du jetzt zu tun? Fangen wir mit dem Freund an. Würdest du für den Freund diesen Job aufgeben? Für die Beziehung, würdest du ihm sagen, pass auf, es tut mir irre leid, was ich gemacht habe. Ich bin wirklich es ist eine Schande, was ich gemacht habe. Ich gib's auf für dich, für uns. Ich weiß es nicht. Das ist die Frage, die ich mir seit 4 Wochen tagtäglich stelle. Wenn ich dein Freund wäre und ich würde jetzt auf das hören, ich weiß es nicht, wäre ich für alle Zeiten von dir weg. Ich finde, das ist die einzige Chance, das eventuell noch gut zu machen. Wenn du jetzt klar sagst, okay, komm, ich habe wirklich Mist gebaut und das ist mein Angebot jetzt, um alles wieder zu richten. Aber ja, wenn gut, du das Problem ist aber einfach, wir leben ja, also wir haben zusammengelebt. Er ist jetzt zu seiner Mutter zurück und er ist zurzeit arbeitslos. Mhm. Und er hat von der Kohle halt auch 1,5 Jahre gut gelebt. Mhm. Umso schlimmer für ihn, dass er gar nicht wusste, von was für eine Kohle er da lebt. Klar, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn ich diesen Job jetzt schmeiße, dann stehen wir beide ohne alles da. Dann stehen wir beide ohne Job da. Ja, aber es gibt, wie wir gerade auch gehört haben, noch viele andere Möglichkeiten zu jobben. Klar. Die sind ein bisschen anstrengender und man verdient weniger. Nur ist es halt momentan alles nicht so einfach. Nee, natürlich nicht. Man muss sich dann schon ein bisschen anstrengen, klar. Klar, also wie gesagt, es ist ja auch so, dass ich seit 4 Wochen wirklich... Stellenanzeigen und alles wälze und gucke und ich habe auch schon Bewerbungen geschrieben. So ist es. Weiß dein Freund das? Ja, das weiß er. Also es ist so, wir telefonieren schon miteinander, aber es ist halt ja irgendwie so eine Barriere dazwischen. Ja, natürlich, klar. Es ist ja ein großer Vertrauensmissbrauch passiert. Ja, ich habe ihn 1,5 Jahre betrogen. So, ich glaube, ich würde es, wenn ich er wäre. Genau, man muss sich immer in die andere Person hineinversetzen und fragen, wie würde ich reagieren? Ich, ne? ich würde ausrasten. Ich glaube, für mich hätte er ganz ein Stück schwere Arbeit, das wieder gut zu machen. Genauso sehe ich das auch, dass ich Arbeit habe. Ja, ich finde schon, das ist natürlich eine ganz andere Baustelle, dann, dass du es irgendwie mit deiner Mutter wieder hinbiegen musst. Ja. Aber jetzt geht es erstmal auch an die Beziehung. Und wirklich mit aller Ernsthaftigkeit und aller Ehrlichkeit. Ja. Ich finde, kein Job der Welt und kein Geld der Welt ist es wert, dass man wirklich eine Beziehung, die einem wertvoll erscheint, dafür sausen lässt. Auch wenn die materiellen Nöte erstmal da sind oder so. Das ist alles irgendwie zu überbrücken. Irgendwie geht's schon. Ja. Liebst du deinen Freund? Ja. Sehr? Ja. So, dann streng dich an, Justine. Mach ich. Aber richtig. Mach ich. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Marcel, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi, Domian. Ja, hi, Marcel. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Geschäft mit dem Sex. Ja, genau. Bei dir? Das habe ich auch erlebt. Erzähl. Ja, ich habe hier knapp 2 Jahre lang in einem Erotik-Shop gearbeitet. Also Erotik-Shop heißt Sex-Shop? In einem richtigen, kleinen
schön im Sexshop. Ja, im kleinen, schön sortierten Sexshop. Ja, genau. Hast du als Verkäufer und Berater gearbeitet? Ich habe dort direkt als Verkäufer und Berater gearbeitet. Das finde ich ja sehr interessant. Ich glaube, dass man, wenn man in solchen Sexshops arbeitet, dass man sehr viel tollen Menschen beobachten kann und sehr viel auch so mitkriegt, ne? Wie Menschen sich verhalten und wie die drauf sind. Ja. Ne? So etwas, ja. Genau. Und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, weil man hatte ja vorher nie mit, also mit Sex schon, ja. Schlimm, wenn ich mit meinen 32 Jahren nie mit Sex zu tun hätte. Ja. Aber speziell in dieser Branche da mal reinzuschauen, ne, das ist schon phänomenal gewesen. Ja. Und eben Leute kennenzulernen, was die überhaupt für erotische Fantasien haben. Also das erste halbe Jahr, wo ich da gearbeitet habe, war ich schon einige Male sehr geschockt an abends, wenn ich Feierabend hatte und bin nach Hause gegangen. Sag mal ein Beispiel, was dich da geschockt hat. Ja, geschockt zum Beispiel eben diese Fantasien, da sind Leute eben reingekommen, die mir da Sachen gefragt haben, da habe ich vorher nie was davon gehört. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel erotische Fantasien, wie zum Beispiel diese berühmten Doktorspiele, Klistierspiele heißen die. Ja. Und kaufen sich dann eben dementsprechend Utensilien dazu. Ja. Und du als Fachberater in Anführungsstrichen, ne, der eigentlich gar keine Ahnung hatte, du musstest dir dann was einfallen lassen, wenn die Kundschaft dich gefragt hat, können wir denn das mal erklären? Aber die Sachen, also, die Utensilien gab es da schon zu kaufen? Die gab es bei uns zu kaufen, ja. Was hat dich hier noch geschockt? Also die Klistierspiele. Was noch? Ja, und so die anderen Sachen, gut, die kannte man ja, ne, was Kondome oder Gummipuppen und sowas, ne, obwohl ich mir gut bei den Gummipuppen auch nicht so recht vorstellen konnte, wie das praktiziert wird. Hast du dir mal so ein Ding mit nach Hause genommen und es ausprobiert? Ich persönlich? Ja. Nein, das im Gegenteil. Nein, habe ich. Also da würde ich dir sagen, aber das habe ich nicht ausprobiert. Ja. Ne? Gab es denn Sachen, die du dann doch schon mal mit nach Hause genommen hast, um selbst an dir auszuprobieren, um dann hinterher besser beraten zu können? Ja, zum Beispiel, was ich wirklich mir selber mit nach Hause genommen hat, waren eben, Kondome ist ja klar, ne? Mhm. Und eben, was ich wirklich gut fand, sind diese Kosmetikartikel, die in so einem Erotikshop, wie zum Beispiel Massageöl, ne? Ach so, ja. Ja, aber so jetzt so richtig technische Geräte, nein, habe ich leider nicht mit nach Hause genommen. Ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich Männer waren, die in den Shop gekommen sind. Im Gegenteil, das ist ja das, was mich gewundert hatte. Ne? Die Mädels. Ich war auch der Meinung, ne, ist zu 80 oder zu 100%, dass da nur Männer reinkommen. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir sind Ehepaare reingekommen, weil wir hatten auch angrenzend an dem Laden 6 so kleine Kabinen, wo man Videos schauen konnte. Ja. Ne? Und was da manchmal abging, also das war schon heftig. Wie, da sind die Ehepaare in die Videokabinen gegangen? In die Videos, die haben beide Eintritt bezahlt. Das waren wahrscheinlich gar keine Ehepaare, sondern einfach Paare. Richtig Paare, ja genau. Ja. Richtig Paare und reingekommen und einen Eintritt bezahlt und vorher noch höflich gefragt, wäre es denn möglich, da kann ich denn meine Frau hier mit reinnehmen? Ich sage, natürlich. Ja. Na, und dann sind die da rein und haben da ihr Geschäft da drinnen gemacht. Dann haben die ein Porno sich angeguckt? Die haben sich Porno angeguckt. Und dabei schon viel Spaß gehabt. Und richtig viel Spaß gehabt. Ja. Und auch Sex gehabt. Ne? Also da muss man sich ja mal... Gab es denn auch Frauen, die alleine reinkamen und sich Sachen gekauft haben? Ja, also das gab es auch. Also, aber was ich nicht erlebt habe in den 2 Jahren, dass eine Frau selbstständig reingekommen ist und hat sich zum Beispiel einen Pornofilm angeguckt. Ne? Aber, ach so. aber verkaufsmäßig viele Frauen. Interessiert uns ja jetzt. Was kaufen denn Frauen im Pornoshop? Oh, die kaufen dort da drin alles. Die kaufen sich Vibratoren. Die größtenteils wirklich Vibratoren. Ja, das ist klar. Ob das kleine, mittlere, ganz, ganz große. Ja. Ne? Und dann eben so Pornozeit. Die kaufen sich auch Pornozeitschriften. Auch. Ne? Das ist ja das, was mich gewundert hat. Und ich fand es einfach richtig cool. Ne? Die Offenheit von den Frauen, da rein überhaupt reinzukommen. Sie bekamen zwar fast alle einen roten Kopf. Ne? Ja. Und dann liefen die fast so eine halbe Stunde im Laden rum, statt man mich gleich angesprochen hätte. Ich bin ja dafür da gewesen, um zu helfen. Ne? Ja. Aber sie hatten sich schon geschämt. Also ließen Männer sich eher beraten als Frauen? Hatten die da weniger eine Hemmschwelle? Ja, die Männer haben da wirklich eher eine Hemmschwelle. Die sind reingekommen und zielstrebig gefragt, ich hätte gern den Pornofilm oder ich hätte gern die Gummipuppe, können Sie mich da beraten? Was kann die, was macht die? Ne? Ja. Und Stichwort Gummipuppe. Es gibt ja diese aufblasbaren Frauen. Das sind die, ne? Aber es gibt ja auch aufblasbare Männer. Es gibt auch aufblasbare Männer. Kaufen das nur Schwule oder haben das auch Frauen gekauft? Seltener. Ja. Ich denke mal, also in der Zeit, wo ich
persönlich drin war, wir hatten ja immer Schichten, also im Wechsel. Ne? Ja. Also in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, da ist vielleicht eine Gummipuppe, also ein Gummimann. Verkauft worden. Ne? Ja. Aber ebenfalls wirklich viel verkauft worden sind, Gummipuppen sind verkauft. Ja. Könntest du sagen, jetzt egal ob man eine Frau, so, wenn man so ein allgemeines Urteil abgeben soll, was ist das der gängigste Artikel in einem Sexshop? Kann man das sagen? Für eine Frau? Nee, so allgemein, ja gut, teilen wir es mal auf zwischen Mann und Frau. Für eine Frau wahrscheinlich der Vibrator. Sind eindeutig wie die Vibratoren und eben Reiz- und Dessous-Wäsche. Ne? Und bei Männern? Und bei Männern eindeutig Pornofilme, DVD-Filme, das ist so das Gängigste, was da gegangen ist. So. Nur was ich eben halt nicht verstehen konnte, ist, man kam in den Sexshop rein, da war man richtig offen und ehrlich, ja, und wenn man sich privat zum Beispiel in der Stadt dann mal getroffen hatte, ich hatte viele, viele Stammkunden dann. Bei denen das peinlich wahrscheinlich, aber ne? Aber richtig peinlich, mich zu sehen, Sie grüßten dich zwar, aber immer mit geneigtem Haupt, ne? Und das konnte ich eben nicht verstehen. Das war auch, war das denn eher ein kleiner Ort? Ja, nee, Lingen, also ich wohne hier oben in Lingen und schon ein großer Ort, ne? Ja. Aber jetzt vom Glauben her, also ist schon streng katholische Ecke hier oben. Ja. Wenn man den ganzen Tag in einem Sexshop arbeitet und den ganzen Tag diese Bilder auch sieht und sich mit den Produkten auseinandersetzt. Ja. Hat man da selbst überhaupt noch Lust auf Sex abends, wenn man nach Hause kommt? Doch, finde ich schon. Doch. Also ich hab festgestellt, also die Anfangszeit ist man ja tierisch aufgeregt gewesen. Ne? Nur man wird regelrecht kühl dabei. Ne? Ist man abgebrüht. Ist man am Anfang nur aufgeregt oder auch oft erregt, wenn man in dem Laden arbeitet? Erregt? Erregt in dem Sinne, wenn hübsche junge Frauen noch reingekommen sind. Ach so. Ja, natürlich. Aber nicht aufgrund der Bilder, die du da gesehen hast und der Gegenstände. Das fand, also ich fand es zumindest nicht. Also doch, vielleicht die ersten zwei Wochen, aber dann, wenn man dann ständig damit im Bedrängnis oder also dann wird man regelrecht abgebrüht. Ja, ne? Aber generell würdest du sagen, es hat deiner Sexualität nicht geschadet, im Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Es hat noch anregend für nach Hause dann gewirkt. Man hat viele, viele Sachen dazugelernt, ne? Ja. Was man selber machen kann in seiner Sexualität. Also ich fand das nicht schlecht und ich hätte da auch gerne weitergearbeitet da drin. Aber es hat nicht geklappt dann? Hat leider nicht geklappt, nein. Was war denn das, was du für dich gelernt hast, was du vorher noch nicht so kanntest und was dir heute vielleicht Spaß macht im Punkte Sexualität? Ja, ob das direkt im Punkto Sex mit Damen, zum Beispiel Stellungen, die man dazu oder die man gesehen hat, wo man sich selber sagt, jawohl, die kann man dann halt später mal in seinem privaten Leben mal ausprobieren. Ne? Und das fand ich schon. Sag mal, Marcel, von der Kundschaft, kann man sagen, dass es wirklich querbeet geht, von ganz jung bis alt, von vielleicht einem feineren Herrn bis zu jemandem, der eher leger reinkommt? Oder gibt es doch ein bestimmtes Klientel? Nee, also ich kann dir sagen, Domian, in der Zeit, wo ich hier beschäftigt war, also wirklich kunterbunt gemischt. Ich sage immer von Kleinarbeiter bis zum Millionär und Männer, Frauen und auch junges Volk. Ja. Ne? Also. Aber eben dieses Klischee, sie kommen zwar alle, aber eben nach außerhalb zu sagen, wenn man sie fragt, gehst du in einen Sexshop, auch nein, Welt, da würde ich nie niemals reingehen. Ne? Also ich fand es interessant, das war mir gar nicht so klar, dass die Frauen dann doch oft da auftauchen in diesen Sexshops. Oh doch. Und ich finde das auch gut. Warum auch nicht? Natürlich. Ja, warum auch nicht? Ja. Also Marcel, du würdest sagen, das war eine interessante Zeit für dich. Ja. Und wenn es sich ergeben würde, würdest du es wieder machen. Ganz genau. Und jederzeit wieder. Der Verdienst ist normal wie in einem anderen Geschäft auch oder ein bisschen höher? Der Verdienst? Ja. Also ich fand den Verdienst okay. Ja. Gut, es gibt im Sexgeschäft natürlich noch andere Möglichkeiten, vielleicht mehr Geld zu verdienen. Ja, das ist klar. Wie die Vorrednerin, die bei dir eben gesprochen hatte, obwohl das ja schade ist, dass sie aufgrund ihrer Schulden sowas machen müsste. Ja. Aber für dich war es im grünen Bereich alles. Für mich war es im grünen Bereich und ich fand das okay. Ich danke dir für den Anruf. Danke. Alles Gute, Marcel. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht, das Geschäft mit dem Sex. Morgen haben wir eine freie Themensendung und morgen sind wir schon um 11:45 im WDR-Fernsehen, direkt nach dem Kanzlerbungalow. Und ihr könnt eine Stunde vorher schon anrufen, wenn ihr gerne morgen mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Peter, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Peter. Hi, und zwar wollte ich erzählen, ich arbeite, es glaubt mir keiner, aber ich arbeite als Kurierfahrer im Sexgeschäft. Als Kurierfahrer? Ja, also, die sehen halt ihre Pornos da und dann kriegen halt die ganzen Sachen da. Und das ist doch ziemlich aufregend. Verstehe ich nicht richtig.
Was kurierst du denn da hin und her? Naja, zum Beispiel, wenn die ein Bett brauchen, wenn die Requisiten brauchen, zum Beispiel ein Dildo, Gummipuppe. Wer jetzt genau? Die, die halt die Darsteller. Die da, ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, ja. Ja, und nun weiß ich nicht, wie ich das meinen Eltern beibringen soll. Bist du wirklich erst 18 Jahre alt? Ich bin 18 Jahre alt, ja. Ich hätte dich jetzt von der Stimme ein bisschen älter eingestuft. Ja, das sagen viele. So, aber es ist dann doch 18 Jahre. Ja, wie lange machst du das schon? Halbes Jahr. Ja, halbes Jahr. Erzähl doch mal ein bisschen noch eingehender. Die brauchen dann, sag mal noch ein paar Beispiele, was die vielleicht brauchen. Ja, also ich sag mal zum Beispiel, also der Dreh fängt an. Die sagen dann, es gibt zum Beispiel, ich wohne in Hamburg, da gibt es Ausstatter. Ja. Da fahren die Leute hin und suchen, oh, ich brauche die Gummipuppe, ich brauche dies und das, das kann man sich alles ausleihen. Ja. Ja, dann hole ich das ab, bin halt beim Dreh und wir sind hier nicht in Hamburg, sondern auf Mallorca, Ibiza, also ja. Halt überall. Wo ja, dann bringe ich halt die Sachen hin, bin halt hinter der Kamera und hilft da auch, die ja. Mädels anzuziehen mit den Latex und all das ist ein bisschen schwer. Ach so, du hilfst auch, du bist also ganz nah auch an den Darstellern ja. und Darstellerinnen. Ja. Ja, ist das denn für dich nicht eine sehr interessante und auch erotisierende Arbeit, wenn du... Ja. Ja, das war das den ersten Monat, ja. Aber jetzt ist es normal. Du hilfst also für die Frauen dann auch anziehen? Ja, ab und zu mal, ne? Ja. Hast du dich schon mal in eine verknallt? Ja, also eine davon ist auch meine Freundin. Die ist deine Freundin sogar? Ja. Hat sich das ergeben, während du da arbeitest? Oder war, genau. war das vorher nicht? Nee, vorher nicht. Das heißt, du hast dich dann... Ich habe gar nicht gekannt. Du hast dich dann eine Pornodarstellerin verknallt, die ist jetzt deine Freundin? Genau. Ja. Mensch, wie ist denn das für dich, wenn du da am Set, so nennt man das ja, an einem Drehort bist und siehst deine Freundin, wie die im Film, für den Film, es mit jemand anderem treibt und das ist deine Freundin? Naja, das war am Anfang war das hart, ne? Also, ist klar, da habe ich zu ihr gesagt, oh, hör auf und das ist scheiße, aber jetzt ist das wie normale Arbeit, ob sie im Büro sitzt oder irgendwo. Das also, ist jetzt normal. Da guckst du dann so zu und denkst, naja. Ja, guck ich zu. Ist wie Gartenarbeit. Ja, das ist ihr Job und das will sie. Ja. Ja, kann man nichts dran machen. Regt dich das denn vielleicht doch so ein bisschen an und hast dann umso mehr Spaß, wenn du mit ihr allein bist? Ja. Das schon? Ja, ja, also ja. Es gibt da Stellungen, davon wusste ich noch nichts. Ja. Und das bringt natürlich doch Spaß. Ja. Wie bist du an den Job gekommen? Ein Kollege von mir hat so einen Service aufgemacht, halt für Kurierfahrer, und dann hat er mich da eingestellt. Ach so. Aber du fährst jetzt wirklich ausschließlich nur für diese Branche. Ja. Was ich gerade noch fragen wollte, wo holst du denn dann so diese ganzen Dinge, die wiederum am Dreh brauchen? Naja, bei halt so Ausleihern, ne? Es gibt ja Ausleiher und die bieten halt so einen Service an. Ja. Und was erzählst du deinen Eltern, was du kurierst hin und her? Normaler Kurierfahrer so. Ja. Normal Pakete oder sowas hat man erstmal erzählt. Ist das ein richtiger Vollzeitjob, den du da? Das ist ein Vollzeitjob, ja. Ja. Das ist ein Job, der geht über ab und zu mal 4-5 Tage. Also voll durch. Ach so, aber dann nur 4-5 Tage? Also, aber nicht, du bist nicht jeden Tag 8 Stunden am Arbeiten, das nicht? Nee, doch, ach, doch. Das hier, also ich arbeite auch mal am Stück. Ja. 2 Tage durch. Gut, aber nicht den ganzen Monat durch. Doch, das ist wie ein normaler Job. Ach so. Mhm. Also das ist wie ein normaler Kurier, der steht morgens auf. Ja, verstehe. Mhm. Und dann fährt sein Paket auf, bloß ich gehe noch weiter und arbeite nur bis 23 Uhr. Also das wird wahrscheinlich natürlich die Eltern schocken, ne, wenn die das erfahren. Andererseits wäre es natürlich gut, wenn sie es erfahren würden. Nicht, dass sie es auch, wie wir es gerade schon gehört haben, irgendwie um 1000 Ecken rauskriegen. Ja, das könnten die auch, weil ich meine, in Hamburg... Genau. Da gibt's ja auch die Reeperbahn und da drehen wir auch viel. Ja, ich meine, das, was du machst, ist ja noch okay. Du bist ja kein Pornodarsteller. Ne? Du bist ja, quasi ein ganz normaler Mitarbeiter. Insofern ist das ja nicht so schwer, vielleicht den Eltern beizubringen, als wenn du ihr sagen würdest, hier, ich bin Pornodarsteller. Das ist ja eine Nummer härter. Naja, du kennst aber nicht meine Eltern. Ja, ich kann es mir vielleicht vorstellen. Was denkst du denn? Willst du es nur eine Weile geheim halten? Oder? Ich meine, es gibt ja nur die Möglichkeit, entweder sagst du es oder sagst du es nicht. Ja, also ich wollte das Ding schon sagen, aber ich weiß ja nicht wie und wie ich anfangen soll, oder? Das ist nicht das Problem, indem du einfach anfängst. So fängst du an. Ja, ich muss euch was sagen, ich muss euch was gestehen. Das sind nicht normale Kurierfahrten, ich arbeite dafür einen Pornoproduzenten. So erzählt man es. Und dann ist es raus.
Ja, dann wird meine Mutter aus allen Wolken fliegen. Also. Ja, aber wenn du es erzählen möchtest, dann musst du es riskieren. Und letztendlich finde ich es auch gut, wenn du es erzählst. Lieber Peter, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ach so. Gutes Gelingen beim Erzählen und beim Beichten. Okay. Also tschüss. Tschüss. In der Technik Gudrunhausen. Morgen sind wir um 11:45 nach dem Kanzlerbungalow im WDR-Fernsehen mit einer freien Themennacht. Eine Stunde vorher könnt ihr anrufen und euch bei uns melden, wenn ihr in die Sendung wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss. Tschüss.